Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich eine super leckere, fruchtige und leichte Mousse-Torte, Erdbeer, Pfirsich und Karamell zubereitet habe. Auf dem Karamell thront sowohl eine Pfirsich- als auch super leckere Erdbeerpüree-Schicht. Na gut, und jetzt fangen wir an. Zuerst bereite ich die Pfirsichschicht zu. Gelatine weiche ich im kalten Wasser ein. Päckchen vermische ich mit dem Zucker. Pfirsichpüree gebe ich in den Topf, stelle auf den Herd und erhitze auf 40 Grad. Danach gebe ich Päckchen-Zuckermischung und rühre alles gut um. Ich lasse das Püree aufkochen, nehme dann das runter und gebe in die Form. Wenn die Mischung kalt ist, stelle ich die Form ins Eisfach. Bereite die Erdbeerenschicht zu. Gelatine weiche ich im kalten Wasser ein. Päckchen vermische ich mit dem Zucker. Erdbeerenpüree gebe ich in den Topf, stelle auf den Herd und erhitze auf 40 Grad. Danach gebe ich Päckchen-Zuckermischung und rühre alles gut um. Ich lasse das Püree aufkochen, nehme dann das runter und gebe in die Form. Wenn das Püree kalt ist, stelle ich die Form ins Eisfach. Backe ich den Biskuit. Auf dem Backpapier male ich einen Kreis und drehe das um. Dann vermische ich Mandelmehl, Puderzucker und normales Mehl miteinander. In einer Schüssel schlage ich das Eiweiß auf. Danach gebe ich nach und nach den Zucker dazu und schlage nochmal auf. In das aufgeschlagene Eiweiß gebe ich die trockenen Zutaten und hebe die unter. Den fertigen Teig gebe ich in den Spritzbeutel und verteile auf dem Backpapier im Kreis. Danach stelle ich das Backblech in den vorgeheizten Backofen auf 170 Grad für 15 bis 20 Minuten. Fertigen Biskuit lasse ich erkalten. Zum Schluss bereite ich die Karamellmousse zu. Die Gelatine weiche ich im kalten Wasser ein. Milch, 54 Gramm Sahne und Invertzucker gebe ich in den Topf, stelle auf den Herd und erhitze. In einem anderen Topf mache ich Karamell. Den Zucker lasse ich schmelzen und gebe dann die heißen Sahne mit der Milch rein. Ich rühre alles gut um und erhitze, so lange bis die Masse homogen geworden ist.
In einer Schüssel gebe ich das Eigelb und ein bisschen vom Karamell und verrühre alles gut. Nach und nach gebe ich das restliche Karamell dazu, vermische gut und erhitze bis 82 Grad. Die Masse gebe ich durch den Sieb, löse darin die Gelatine auf und lasse erkalten. In der Zeit schlage ich die Schlagsahne auf, die ich dann unter das Karamell unterhebe. Die Mousse ist fertig.